wollen wir mal frühstücken, ne? Achtung, willst du immer mal den Teller mal hier abstellen? Was möchtest du? Marmeladenbrot? Leberwurstbrot? Naja, klar, die Nektarinen. Hatten wir länger nicht, ne? Ne? Oh, probier mal. Ja, du solltest auch kauen. Nicht so stopfen, mein Schatz. Und für die Mama gibt es ein Müsli. Ich glaube, das ist jetzt von Kellogg's. Das sind diese Baked Müslis. Irgendwie so heißen die. Also die so auf Knuspermüsli Granola-mäßig gemacht sind. Aber selbstgemachtes Granola schmeckt immer noch am besten. Werde ich demnächst auch nochmal selber machen. Aber ja, ich werde das jetzt auf jeden Fall essen. Trinke dazu Wasser, weil ich noch, ja, jetzt keinen Kaffee irgendwie wollte. Esse ein paar Nektarinen. Und bin in bester Gesellschaft. Komm mal ran. So, wollen wir dich nochmal eben hier ein bisschen ranschieben. Zack. Dieses Lätzchen ist übrigens eines meiner Lieblingslätzchen momentan. Das habe ich bei DM letztens mitgenommen. Also war dementsprechend auch nicht so teuer. Und das zieht man halt einfach nur über den Kopf. Also da ist nichts hinten zum Zubinden oder Klettverschluss. Und ich finde, das hat eine ganz gute Breite und auch Länge. Also das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das ist so meine Alternative zu diesen ganzen Langarmlätzchen. Wenn man dann die Ärmel hochkrempelt, dann geht es auch zumindest momentan. Also mit dem einen Saum, meine ich. Ja, gleich sind alle Nektarinen jetzt schon weg. Ich glaube es nicht. Ja, nur noch zwei Stücke da. Bevor ich euch jetzt weiterhin mit durch unseren Tag nehme, erstmal natürlich einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog von uns. Beim letzten Mal hatte ich gar nicht Family-Vlog, sondern einfach Video gesagt und da kam auch direkt die Frage, warum ich nicht mehr Family-Vlog sagen würde. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich zur Begrüßung meiner Videos sage. So lange nicht gebloggt. Kann vorkommen, ne? Ja, jetzt will ich mich auf jeden Fall fertig machen, eben schminken und Mila sitzt da unten. Die ist auch schon fertig gemacht. Die hat das gleiche Outfit wie gestern an, weil nachher wird es sowieso warm. Und von daher kann sie jetzt, wo es noch ein bisschen frischer ist, das noch tragen. Das ist so ein dünnes Langarm-Shirt mit so einem niedlichen Hasen drauf von H&M. Und die Hose ist von Wie Wind und Meer. Das ist ein Instagram-Shop. Ja, ansonsten ist sie gerade noch barfuß. Ansonsten hätte ich ihr auch diese Stoppersocken angezogen. Die sind von Ernstins Family und das sind die besten Stoppersocken, die wir bisher haben, weil, ja, also erstens stoppen die richtig und es sind wirklich genügend Noppen da dran, weil manchmal sind da ja nur so vereinzelt welche, das bringt dann halt auch nichts. Ja, und ich, wie gesagt, werde mich jetzt schminken und werde euch ein bisschen dabei mitnehmen, weil das einige interessiert hat. Ganz viele haben gefragt, welche Gesichtscreme ich benutze. Ich benutze momentan von Garnier Skin Active diese Hydra Bomb, wie auch immer, das ist eher so eine Gelcreme. Steht denn das hier da? Steht gar nichts richtig drauf. Sieht auf jeden Fall so aus und mag ich sehr gerne. Und die werde ich jetzt auch erstmal benutzen. Wenn ich morgens aufstehe, wasche ich halt nur mein Gesicht und trage danach direkt mein Wimpernserum auf, was schon richtig gut geholfen hat. Wenn ich schaffe, werde ich euch mal ein Vorher-Nachher-Bild verlinken. Wobei, dadurch, dass meine Wimpern sehr hell sind, sieht man das leider nicht so. Aber die sind auf jeden Fall schon richtig gut gewachsen. Die waren vor wirklich so kurze Stummel, weil ich ja die Wimpernverlängerung abgemacht habe. Das waren so kurze Stummel und jetzt sieht man die Wimpern. Also wenn ich sie tusche auch wenigstens wieder, hat man vorher nämlich nicht. Da brauchte ich die Wimpern gar nicht tuschen am Anfang. Ach so, genau. Und dann kann ich euch mal eben zeigen, welches Wimpernserum ich habe. Ich habe es aber eigentlich auch immer in der Infobox dann verlinkt. So, Beauty-Blogger-mäßig hier. Das nennt sich Evo Eye. Ja, Eyelash Formula. So, eingecremt bin ich. Dann habe ich momentan noch von Manhattan, die mache ich gerade alle, diese 3 in 1 Easy Match. So, das funktioniert ja. Anschließend kommt von Manhattan der Wake-Up Concealer. Den habe ich auch schon ewig. Das sind aber jetzt alles Produkte, die ich nur leer mache. Denn ich wurde im letzten Video oder irgendwo, wo ich Make-up gezeigt habe, gefragt, ob ich auf Tierschutz
tierversuchsfreie Kosmetikakte so rum. Und ich muss sagen, nein, ich habe in der Vergangenheit dann nicht richtig drauf geachtet. Ich habe nur eine Zeit lang mal geguckt, als ich viel Essence und Catrice gekauft habe und weiß, dass die beiden Marken tierversuchsfrei sind. Und jetzt, als jemand letztens gefragt hat, hatte ich nochmal geguckt und muss sagen, die Produkte, die ich hier habe, sind nicht alle tierversuchsfrei. Also Manhattan zum Beispiel nicht. Und das sind jetzt alles Produkte, die mache ich alle und werde sie danach nicht nochmal kaufen. Also ihr werdet sehen, ich habe die meisten Sachen auch alle von Catrice und Essence. Also ja, vielen Dank nochmal für den Gedankenanstoß. Das sind schon Sachen, da würde ich gerne in der Zukunft dann doch mehr drauf achten. Dann kommt irgendein Puder zum Einsatz. Das hier hat noch nicht mal einen Deckel. Von was ist das? Ich glaube von Essence. Ja, von Essence. Das ist immer noch das Puder, was ich auf irgendeinem letzten Video mal gezeigt habe. Das ist irgendwie so ein Matt-Puder, irgendwas. Dann benutze ich momentan. Dann kommt dieser Bronzer. Der ist von Elf, meine ich. Und heißt Los Cabos. Ich bin mir eigentlich sicher, dass der von Los Cabos ist. Von Elf ist. Dann sind wir jetzt quasi mit der Grundierung fertig. Dann kommen wir zu den Augenbrauen, den Teil, den ich immer noch am wenigsten mag. Und da benutze ich momentan was von Catrice, habe ich letztens neu gekauft, weil mein Anastasia Beverly Hills Brow With Pencil oder wie auch immer er heißt, alle ist. Ich war traurig, aber es ist viel Geld und irgendwie will ich den gerade nicht nochmal kaufen. Aber der ist auch tierversuchsfrei. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt von Catrice den Long Lasting Brow Definer. Und das ist so ein Pinsel, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ist so lala. Jetzt muss ich meinen Spiegel mal eben ein bisschen näher rannehmen und dann versuche ich das mal eben hinzukriegen. Und das ist Mila und die Fernbedienung. Augenbrauen sind jetzt auch fertig, das klappt mal mehr, mal weniger gut. Wie gesagt, ist nicht mein Lieblingspart beim Schminken. Und jetzt benutze ich zuerst von Catrice den Glam and Doll Super Black Liner. Also das ist ein Eyeliner-Pen. Ich hatte vorher einen von Essence, aber ich muss sagen, der ist noch besser. Der hat eine richtig gute Spitze und der ist wirklich wasserfest. Also der andere sollte auch wisch- und wasserfest sein, war er aber nicht. Und der ist es auf jeden Fall. Von daher benutze ich den jetzt momentan. Ich werde mir jetzt einen Eyeliner machen oder ziehen und anschließend kommt direkt von Catrice die Glam and Doll Fails Lashes Mascara. Habe ich euch letztens ja in meinem Einkauf gezeigt. Also die Sachen passen dann ja perfekt zusammen. Das ist ja wunderbar. Ja, das werde ich jetzt mal eben machen und dann melde ich mich gleich wieder. Fertig ist mein Alltags-Make-up, also momentan, weil ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dadurch, dass ich keine Wimpernverlängerung mehr habe, betone ich meine Augen jetzt eben anders und das ist halt jetzt wieder mit dem Eyeliner. Aber das geht halt alles wirklich ziemlich zügig und das ist halt jetzt so mein Alltagslook. Ich weiß nicht, warum deine Wundschutzcreme hier liegt, aber okay. Ja, der Pullover ist ja ein bisschen groß, ne? Schätze, soll Mama dem eben helfen? Der ist nämlich in Größe 74 und 74 von H&M ist ja doch immer ein bisschen groß. Deswegen, ja, muss man mal gleich mal eben die Ärmel krempeln, ne? Übrigens bekommt sie tatsächlich ihren ersten Backenzahn. Ich habe im letzten Vlog ja noch überlegt und habe danach geguckt und es ist wirklich der erste Backenzahn. Ich glaube es ja nicht, ne? Oh, Hasi. Ja, gucken wir ein Buch an. Momentan liebt sie dieses Buch, das haben wir geschenkt bekommen. Mein Happy-Buch, erste Wörter. Soll es wohl mal, glaube ich, bei Lidl oder Aldi gegeben haben? Ja, schlag mal auf. Guck mal, soll Mama dir mal eben helfen? Warte. Machen wir so wieder, ja? Guck mal, dann kannst du umblättern. So. Oh, guck mal, eine Banane. Ein Auto. Hier. Wow.
Einige von euch wollten wissen, wie es in der Krippe läuft. Und ich muss sagen, Mila ist noch nicht in der Krippe. Also wir haben den Platz zum 1.8. Ich habe ja auch immer gesagt, August. Aber wir haben jetzt erst kommende Woche den ersten Tag der Eingewöhnung, weil es natürlich ein bisschen danach geht, welche Eltern zuerst wieder arbeiten müssen. Und da ich den meisten Puffer da habe, sind wir als letztes quasi dran. Und ja, nächste Woche geht es erst los und ich bin schon super aufgeregt. Wir sind jetzt gerade im Kinderzimmer, weil ich mal eben hier alles ein bisschen aufräumen will. Und ich will die Wickeltasche packen, weil wir nachher zu meiner ehemaligen Kollegin fahren mit ihren Zwillingen. Und da will ich das schon mal machen, weil wir fahren halt nach Mittagsschlaf. Und deswegen sollte es dann fertig sein. So, die Socken können auch in die Wäsche. Und hier sieht es halt immer einfach so chaotisch aus, weil alles irgendwie hier hingestellt wird. Das mag ich nicht. So. Neben den Usanit-Kügelchen benutzen wir übrigens auch dieses Pflanzenzahngel. In der Kombi hilft das auch echt ganz gut. Außer die sind wirklich so stark, dann hilft das auch nichts. Dann gibt es aber auch ein Zäpfchen. So. Das hier nochmal eben machen. Kann ich auch nochmal eben ein paar Windeln auffüllen. Und dann haben wir es hier gleich auch schon. So. Das ist doch auch übrigens mega hübsch, oder? Da muss ich hier noch einen Nagel in die Wand hauen und dann kann das unter dem anderen Stickrahmen Platz nehmen. Finde ich total cool. Das habe ich von einer Mama bekommen, die auch beim Insta-Mami-Treff war und die hat halt auch einen Instagram-Shop mit so Stickereien. Hat sie mir das letztens zugeschickt. Ich finde das mega krass. Also, ich hoffe, der fokussiert, aber seht ihr diese Details mit diesen ganzen Blümchen? Mega krass. Fand ich total schön. Ja, upsa. Ja, wie gesagt, das muss da noch hin. Und was macht die Mausi hier? Muss ich mal eben das hier wieder richtig zurechtzubbeln. Denn die kleine Maus, die tobt hier wie wild. Nachts. Bett haben wir jetzt auch gemacht. Und da, wo Mila gerade bei ist, das ist unser neues Bett, was wir dank Babymarkt.de jetzt haben. Also vielen Dank an Babymarkt, die uns die Sachen kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Ich bin echt super dankbar, weil ich habe letztens noch mit Katja drüber gesprochen, also Katja, bei der wir jetzt auch am Montag waren, dass wir nach einem Babybett suchen, also einem Babyreisebett suchen, damit halt Mila auch mal bei Oma und Opa schlafen kann oder nur bei Oma. Und ohne ein Reisebett ist das da halt schlecht. Und deswegen haben wir von Hauk jetzt ein Reisebett und dazu noch so eine Klappmatratze, weil die integrierten Matratzen, die sind ja nur so ein paar Zentimeter und da soll es dann doch ein bisschen mehr sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Schaut mal, was da drauf ist. So süß, Einhörner, ey, ich werde nicht mehr. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass jeder von euch babymarkt.de kennt. Also ich kenne es auf jeden Fall aus der Werbung und durch meine Schwangerschaft. Also ich glaube, da war man auf jeder Babyseite. Und bei Babymarkt war ich schon öfter am Gucken, weil die einfach auch eine wirklich super große Auswahl haben. Also wer da schon mal eingekauft hat, müsste das eigentlich wissen. Und ich hatte eben die Möglichkeit, mir was auszusuchen. Wir wollten ein Reisebett, wie jetzt eben schon gesagt. Und ich kann euch mal eben zeigen, wie einfach das ist, wirklich da die Sachen zu finden, weil die Aufteilung hier einfach mega gut ist. Also finde ich zumindest. Also ich bin natürlich erstmal auf Kinderzimmer gegangen, wegen einem Bett. Dann habe ich halt, dann habe ich hier halt geguckt, was es gibt. Babyschlafsack, Babyzimmer, Einzelmöbel, Hochstuhl und so weiter und so fort. Da ich erst nicht wusste, wo es sein könnte, weil Babyzimmer passt ja eigentlich nicht so richtig, bin ich halt auf Einzelmöbel gegangen. Und da hatte ich den richtigen Riecher. Und dann gibt es bei Einzelmöbel zum Beispiel auch wieder Unterkategorien, was ich super einfach finde. Ich bin dann auf Betten gegangen. Und dann kann man sogar nochmal differenzieren. Und dann bin ich auf Reisebett gegangen. Und schwuppsdiwupps seid ihr am Ziel angekommen. Und wie ihr seht, die Auswahl ist groß. Und ich fand es halt einfach mega gut, wirklich, dass man da so einfach hinkommt. Also, dass das halt wirklich so gut aufgebaut ist. Ich finde, das ist ein A und O. Wenn es so eine große Seite gibt, die so viel Auswahl haben, dann finde ich, ist das einfach Gold wert. Wenn die
gut aufgebaut sind. Das wollte ich sagen. Und ich muss ja sagen, bei Babymarkt, der Kundenservice ist echt auf Zack, weil ich kam bei meiner Bestellung an einem bestimmten Punkt nicht weiter und dann hatte ich halt an den Kundenservice geschrieben. Und ja, die haben sich echt super schnell zurückgemeldet und konnten mir auch auf Anhieb direkt helfen, ohne viel nachzufragen, haben die mir das geschickt, also an Infos auch und Versandbestätigung, Bestellbestätigung, was man halt sonst so kriegt, was halt vorher alles nicht ging. Also ja, vielen Dank nochmal dafür und Versand ging sowieso. Zack, waren die Sachen da. Ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt ein Reisebett haben. Also echt vielen, vielen Dank nochmal. Die Matratze hatten wir letztens einmal schon rausgeholt zum Toben. Na? Ja. Und ich kann euch demnächst gerne nochmal, wenn ihr daran Interesse habt, das Babybett aufgebaut zeigen. Und das Gute, was ich ja schon mal finde, ist das, glaube ich, die Seite. Nein, du, man kann das, also eine Tasche finde ich ja sowieso wunderbar und man kann das Teil ziehen, weil auf der Seite sind halt die Rollen, die auch zum Babybett gehören. Also von daher alles sehr praktisch. Ja, und wer räumt jetzt das Chaos hier wieder auf? Mila? Sie hat hier wieder gewütet. So, das kommt hier rein. Hier drunter muss ich auch mal wieder aufräumen, weil Mila da jetzt ja schon überall wunderbar ankommt. Ha. Nächstes Mal machst du das, ja? Zack, der Schuh. Aber hier kann sie ja so wunderschön durchgreifen. Bei uns kam gerade die Rewe-Lieferung an. Seit langem haben wir mal wieder bestellt. Und ich muss jetzt mal zusehen, dass ich die Sachen wegräume, weil da sind auch Tiefkühlsachen drin. Könnte sein, dass das die Sachen sind. Ja, hier sind Tiefkühlsachen. Ja, hier auch zum Teil. Räume ich die Sachen nämlich mal eben weg. Wir haben jetzt seit langem mal wieder online bestellt, weil Wocheneinkauf und Mila ist ein bisschen schwierig, wenn Julian Spätschicht hat. Und deswegen haben wir es uns einmal wieder bequem liefern lassen. Und die waren zum Glück zu zweit, weil da irgendeiner angelernt wird. Also dann habe ich immer nicht ganz so ein schlechtes Gewissen, aber sie kriegen ja auch Trinkgeld. Und falls ihr nochmal Fragen habt, fragt. Aber wir sind nach wie vor nach auch der vierten oder fünften Bestellung zufrieden. So sieht es dann nach dem Ausräumen auf. Also ich schmeiße erstmal mal alle auf einen Haufen, dann falte ich sie zusammen und nehme sie fürs Altpapier. Das ist immer ganz praktisch. Da liegt noch Toilettenpapier. Mila hat hier noch ein paar Sachen. Kaffee, Kekse und ins Wohnzimmer. Alufolie, Klarsichtfolie, Frischhaltefolie, was man halt so braucht, ne? Ich kann das nächste Mal auch wieder gerne Food Haul machen, weil ich das ja auch oft interessiert. Aber ich muss jetzt Mittag für Mila machen. Ich habe hier nämlich schon angefangen, Süßkartoffeln zu schälen. Und ich muss mal gleich gucken, was wir an Gemüse noch haben. Aber deswegen bin ich etwas in Eile. Und deswegen gibst du mir das Mehl? Danke, mein Schatz. Dankeschön. Ja, und deswegen zeige ich euch das nächste Mal gern. Ja, das ist interessant, ne? Das Mittagessen ist jetzt fertig, gerade noch rechtzeitig. Es ist so Süßkartoffel, Kartoffelpüree geworden. Also zu 90% Süßkartoffel und eine große normale Kartoffel noch mit drin. Dann haben wir hier Karöttchen und Erbsen und ein bisschen Leberkäse und bei Mila noch als Nachtisch Blaubeeren. Das ist meine Portion. Das ist der Abwasch, der nicht so schöne Teil. Und dann wollen wir jetzt mal essen. Denn Mila ist schon wieder richtig ungeduldig, aber sie ist auch müde. Und immer wenn Mama dann aus dem Zimmer ist, dann ist irgendwie auch das Geschrei groß, ne? Aber jetzt wird gegessen und dann geht's ab ins Bett. Ja? Wie ist da? Mila? Mila scheint es auf jeden Fall zu schmecken. Der Leberkäse ist so gut wie weg, ja. Die Karotten gehen sowieso immer. Und bei dem Süßkartoffelpüree hat sie jetzt sogar schon ein paar Mal die Gabel richtig genommen. Wobei der Löffel wahrscheinlich jetzt eigentlich besser gewesen wäre. Aber sie führt das auch schon immer so zum Mund, also... Sie macht das richtig gut. Da matscht aber jemand ordentlich. Blaubeeren hat sie auch schon gegessen, mag sie auch. Aber der Leberkäse ist gut, ne? Ja, da ist jemand müde. Ja, bisschen Schlagseite hast du.
Mila möchte ja immer teilen. Oh, jetzt hier noch die Karotte. Da schläft die kleine Mausi. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause. Es ist jetzt aber auch schon Abend. Ich wollte eigentlich im Auto noch ein bisschen was filmen. Also nicht im Auto, aber wir haben für die Jungs, also für die Zwillinge, weil die im Mai Geburtstag hatten, noch Ballons geholt. Also so befüllte Ballons mit Helium. Und auch noch eben kurz bei Toys R Us. Und da hätte ich euch gerne gezeigt, was wir da geholt haben. Weil die Luftballons waren schon voll niedlich. Also so ein, für Jungs halt so ein Bagger und so ein Feuerwehrauto. Und dann haben wir auch noch so große... so einen Traktor und auch so einen Bagger geholt. Und ja, die haben sich total gefreut. So süß, die Jungs. Und war auf jeden Fall total der schöne Nachmittag. Die haben draußen gespielt, auch wenn es geregnet hat. Mila war völlig geplättet. Die hat eben im Auto geschlafen. Ich hoffe, die hat jetzt nicht zu sehr Kraft getankt, weil die soll ja natürlich gleich schlafen. Kleine Mausi tobt natürlich jetzt schon wieder hier. Und wir mussten sie da im Umziehen. Sie hat von meiner Kollegin da aber auch Sachen gekriegt. Also für draußen so eine... Wupsa. So eine Korthose und Jacke. Aber wir hatten halt auch Wechselsachen mit, ne? Und Bruni, der kleine Wutz, hat dir schön aufgepasst. Na, Dicker? Schnuff, du riechst die anderen Hunde, ne? Ja, und ich will Mila jetzt eben fertig machen. Und dann geht's auch schon gleich ins Bett nach ihrem Wups-Abendbrei. Genau. War gut, ne? Hat der Spaß gemacht? Wie zu erwarten war das gerade total der Kampf mit Mila. Ja, es hat lange gedauert, aber jetzt ist sie vor 10 Minuten eingeschlafen. Und ja, ich habe mich jetzt eben auch schon abgeschminkt und ich bin wirklich echt K.O. Aber es war ein echt schöner Tag und Mila war so richtig schön butschern, wie man sagen würde. Und jetzt werde ich mir endlich was zu essen machen und dann werde ich das Video schneiden und dann die Füße hochlegen und auf Julian warten und ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Donnerstag. Wenn ihr das Video seht, wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss!